Auf dem Weg zur Uni. Wir haben 4:30. Ich muss mich ein bisschen beeilen. Ich hatte gerade bis jetzt noch Vorlesungen. Jetzt habe ich aber eine Übung vor Ort. Das heißt, ich muss jetzt in die Uni hinfahren. Wir hatten eigentlich alle Vorlesungen heute online. Also ist jetzt die erste Woche richtig der Uni. Aber irgendwie sind die ersten Vorlesungen alle online gewesen, obwohl der Rest eigentlich ausschließlich vor Ort ist. Ja, keine Ahnung, diese Woche, warum die jetzt diese Woche online waren. Zum Teil. Die Übung, die ich jetzt habe, ist auf jeden Fall vor Ort. Mittwochs generell mein ganzer Unitag. Also ich habe an allen anderen Tagen kaum irgendwas, aber mittwochs habe ich alles wirklich von 8 Uhr morgens bis jetzt die Vorlesung geht bis 7 oder diese Übung. Deswegen habe ich echt jetzt bis 7 Uhr und ich muss echt dringend los. Jetzt soll ich später auf jeden Fall noch was davon. Ich muss mal kurz schauen, ich weiß gar nicht, wie genau die Übung heißt, die ich jetzt habe. Jetzt habe ich Arbeitstechnik PR. Ja, also es geht um PR. Arbeitstechnik, Öffentlichkeitsarbeit. Ja, ich erzähle euch danach, wie es war. Auf jeden Fall habe ich meine Tasche gepackt. Ich ziehe jetzt, glaube ich, noch. Ich bin ein bisschen im Stress. Einfach eine Jeansjacke, weil es eh voll warm ist. Dann habe ich meine schwarzen Converse. Jetzt nehme ich noch meine schwarze Tasche. And let's go. Ich bin jetzt wieder zu Hause und die Übung oder ja, Arbeitstechnik, ich denke, es ist eine Übung halt, oder hat voll viel Spaß gemacht auf jeden Fall. Einfach diese Interaktion und dass man auch, ja, es ist nicht wie eine Vorlesung, wo du einfach nur stumm sitzt die ganze Zeit und zuhörst. Besonders auch diese Übungen und ich freue mich, dass ich irgendwie dieses Semester so viele davon habe. Ja, jetzt bin ich nach Hause gekommen, habe was gegessen, bin da gerade dabei, ein paar YouTube-Videos abzucatchen. Ich habe mich gestern mit einem Freund getroffen und wir haben zusammen die GoPro ausprobiert, die neue GoPro, die rausgekommen ist. Und jetzt habe ich mir gerade seinen Vlog dazu angeschaut. Das ist so komisch, bei jemand anders so im Video drin zu sein, wenn ich mir das selber so anschaue. Und das ist so komisch. Es ist halt eigentlich richtig cool, sich mal mit jemandem zu treffen, der auch so die gleiche Art macht, auch Videos dreht, auch so Social Media und so. Und das finde ich halt immer richtig cool, weil jetzt so bei mir im Freundeskreis halt eigentlich, bis auf halt eine Freundin eigentlich, ja, niemand so sowas macht oder YouTube macht. Deswegen war das irgendwie richtig cool, ja, sich mal mit jemandem auszutauschen. Und es stehen coole Videos bevor, so wie wir das geplant haben. Ich bin gespannt. Ich versuche seit einer Stunde dieses Licht, was gerade blau ist, auf mein normales Licht wieder zu kriegen. Aber irgendwie funktioniert meine... Ist irgendwie mit meiner Alexa gekoppelt und die Glühbirne ist halt blau. Und ich habe die App auf meinem Handy. Und er sagt mir die ganze Zeit, dass ich offline... Klar. Jetzt gehe ich drauf und jetzt funktioniert es. Weil ich will... Das Licht war noch von gestern. Jetzt flackert das wieder die ganze Zeit. Sie müssen zum Lichtschalter laufen. Ich fand das Licht irgendwie jetzt doch ganz schön. Ich muss nämlich noch mein Bett umbeziehen und dafür brauche ich Licht. Ansonsten gehe ich jetzt gleich schlafen. Ich wäre eigentlich verabredet, aber ich habe gecancelt, weil ich einfach voll müde bin. Ich habe letzte Nacht nicht so gut geschlafen. Und morgen steht ein BIP-Tag an. Ja, ich habe keine Vorlesung, gar nichts. Das heißt, ich habe einen ganzen Tag Zeit zu lernen, weil es stehen immer noch 2 Klausuren an von letztem Semester. Und ich warte seit einer Woche auf die Note von meiner letzten Klausur von Soziologie. Ja, normalerweise ist das so Multiple Choice. Bei uns ja alles. Und dann kriegst du es innerhalb von 1 bis 2 Tagen wieder. Wirklich, das ist so nice bei uns. Du weißt halt sofort, ob du es bestanden hast oder nicht. Und jetzt, wenn es schon, ist es jetzt schon fast eine Woche her und es ist die ganze Zeit so voll ungewohnt und ich schreibe die ganze Zeit mit meinen Freunden und es ist die ganze Zeit so, wann kriegen wir diese Note, wann kriegen wir diese Note?
Und ich habe mir extra einen Wecker auf 8 Uhr gestellt und jetzt haben wir, glaube ich, 8:30. Ich habe mich ready gemacht und so wie es aussieht, gehe ich zum Gym. Leute, it's been forever gefühlt. Ich war so lange nicht mehr und das finde ich selber erschreckend. Dadurch, dass, ich weiß nicht, ob wenn, für die Leute, die mich schon seit längerem verfolgen, ich habe ja echt letzten Winter oder auch generell bis zum Sommer echt voll durchgezogen, war bestimmt 4 bis 5 Mal die Woche im Gym. Irgendwie fällt es mir momentan richtig schwer, wieder zu diesem Punkt zu kommen, weil ich einfach so raus bin. Ich war ja jetzt auch schon ein paar Mal bei meinem Unisport, das ist ja Turnen, und ich war so erschrocken, dass ich absolut keine Muskeln mehr habe in meinen Beinen und generell, also wirklich, ich war schockiert beim ersten Mal. Ich meine, es war klar, dass ich nicht mehr so gut bin wie früher, aber ich war echt erstmal irgendwie so ein bisschen traurig. Und es kann nicht sein, dass ich die ganze Zeit das Gym vor mich hinschiebe, nur weil ich Klausuren habe, weil ich dies habe oder weil ich mit dem Fahrrad dahin fahren muss, obwohl ich es eigentlich voll gern mag. Und ich habe jetzt einen Wecker gestellt. Ich habe gesagt, wenn die Uni anfängt, du gehst, Sabrina. Und wir haben jetzt Donnerstag. Ich hatte halt Montag Turnen. Und Dienstag und Mittwoch bin ich jetzt gestern nicht gegangen. Ich wollte eigentlich an einem Abend gehen, aber ich war irgendwie so fertig. But I'm back. Und ich gehe jetzt. Und ich freue mich sehr. Heute wird Cardio Day. Und ich habe jetzt entschlossen, dass ich, glaube ich, Montag und Donnerstag immer Cardio mache, weil ich da keine Uni habe. Ich bin hyped. Ich freue mich wirklich. Und auch wenn es nur 3 Kilometer sind, die ich laufe im Endeffekt, besser als gar nichts. Und einfach langsam wieder reinkommen. Ach so, und es kommt schon Fragen zu dem Sport-BH. Ich finde den so wunderschön. Die Farbe einfach. Ich habe den in L.A. gekauft in so einem Outlet-Store. Oh ne, bei Nike, sogar bei Nike. Aber der war echt günstig. Ich glaube, der hat uns $12 oder so gekostet. Und ich liebe diese Farbe. Da habe ich einfach ganz normal meine Lululemon Leggings an. And let's go. All I got, but I got smoke in my eyes. I'm blind, blind. No time for the nonsense, okay, ich habe mich jetzt, soweit es geht, fertig gemacht. Ich wollte mich jetzt auch irgendwie nicht stressen. Ich war die ganze Zeit, weil eigentlich wollte ich schon längst in der Uni sein. Aber ich stresse mich jetzt nicht. Ich habe in Ruhe gefrühstückt, ich war beim Sport, habe mich fertig gemacht. Und ja, ich war die Woche, es ist ja die erste Woche von der Universität jetzt gerade, von der Uni. Und letzte Woche haben wir schon so eine Goodiebag bekommen, als wir zur VIP gegangen sind. Und jetzt habe ich mir mit meiner Freundin nochmal einen Termin gemacht, um eine abzuholen. Die habe ich die Woche abgeholt. Und die ist echt ganz schön voll. Ich wollte euch nochmal kurz zeigen, was da alles drin ist. Also so ein Drink, Red Bull, Water Drops. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Ich habe da ja auch eine Flasche von. Da habe ich heute zum ersten Mal einen von denen probiert. Sehr lecker. Ein Apfel. Einfach ein Glas Ovo Maltine. Dann so eine vegane Milch. Oreos, so, um sich so Zigaretten zu drehen. Also diese. Ich kenne mich da nicht aus, weil ich nicht rauche. Und dann noch so voll viel Bücher und Kondomen. Ja. Und letztes Mal haben wir richtig viele Red Bulls bekommen. Ja. Also ich würde sagen, es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Achso, es war noch ein Textmarker drin, ja. Aber den habe ich in meiner Tasche, weil ich den jetzt mitnehme. Hat sich, denke ich, mal gelohnt, würde ich sagen. Ich hätte nicht gedacht, dass ich mir extra einen Termin dafür mache, um die abzuholen, aber es war eh direkt bei mir an der Uni. Ich habe mich jetzt fertig gemacht und gehe jetzt los. Pause. Ich habe kurz meinen Smoothie getrunken und gehe jetzt wieder hoch zu meinem Platz. Aber ich habe vergessen, es ist Donnerstag. Das heißt, Donnerstag ist Spritzerstand an der WU. Ich habe gerade eine Freundin getroffen und ihr gefragt, ob ich mit ihr Lust habe, gleich mitzugehen. Und ja, deswegen mache ich jetzt noch eine kleine Lernsession und dann geht's ab zum Spritzerstand. And if this life really does come forever. Ich war gerade auf dem Spritzerstand und habe noch ein paar Freunde getroffen. Bin jetzt mit einem Freund gefahren und jetzt gehe ich noch die Luisa bei der Arbeit besuchen. Ich überrasche sie. Ich hatte gesagt, ich komme vielleicht vorbei, wenn ich es schaffe. Und keine Ahnung, was hier abgeht. Demo. Ja, ich
bin gespannt, was sie sagt. Morgen. Ich bin so müde. Und das Wetter ist absolut katastrophal. Es ist voll am Regnen. Aber nichtsdestotrotz muss ich jetzt in die Uni. Ich habe eine Übung. Und zwar die Übung, die ich vorgestern hatte. Dieses Arbeitstechnik-Werbung, PR, habe ich jetzt als Werbung. Also ich habe, ist eine andere Gruppe und so. Und ich musste halt hin, weil ich stehe auf der Warteliste. Und er meinte, nur wenn ich beim ersten Termin anwesend bin, nimmt er mich auf. Das heißt, ich muss auf jeden Fall gehen. Aber ich will unbedingt dahin. Ich bin gespannt, wie es wird. Wie gesagt, es geht um Werbung. Wir haben übrigens Freitag. Ja, die Woche geht jetzt mal wieder so schnell rum. Ich bin gerade von meiner Übung wieder gekommen. Und das war richtig gut. Wie immer, wie ich jetzt schon mehrfach gesagt habe, dass mir das Praktische richtig viel Spaß macht. Und Werbung und so. Ich finde es einfach so interessant. Wirklich, ich bin echt happy mit meinem Studiengang, muss ich ehrlich sagen. Also ich bin wirklich zufrieden und ja, ich habe nie Erwartungen, wenn ich in so Übungen gehe. Also außer, dass man halt das Theoretische, was man in der Vorlesung ja hat, dass man das so praktisch anwendet. Ja, das macht mir eigentlich immer voll viel Spaß und das sind eigentlich auch mal voll die coolen Lehrer, die das machen. Und ich habe gerade bei Miam, meine Lieblingsbäckerin, und zwar habe ich mir jetzt zum zweiten Mal die Woche schon meinen Einkauf bestellt. Normalerweise gehe ich ja einkaufen und ich liebe auch einkaufen. Also ich kenne Leute, die mögen es halt gar nicht, die bestellen nur online. Aber ich mag es, einkaufen zu gehen und ich habe noch nie Groceries online bestellt, außer jetzt bei meiner Gastfamilie in Amerika. Die haben das immer gemacht. Aber irgendwie habe ich die Woche bei mir, waren zweimal so 10 Euro Gutscheine, wenn du irgendwie einen Bestellwert von 20 Euro hast. Dann dachte ich mir, nutze ich das mal aus. Und ja, ich kann euch auch zeigen, was ich gekauft habe. Oh mein Gott, okay, ich wusste nicht, dass es so viel ist. Ich habe einfach Sonnenblumenkerne gekauft, Bio-Sonnenblumenkerne. Deswegen waren die so teuer, aber ich mache über meinen Salat immer voll gern so Kerne. Und ich dachte, oh mein Gott, wie groß das ist. Dann für meinen Smoothie gefrorenen Mix. Okay, der ist ja ultra klein. Krass. Dafür habe ich so viel ausgegeben. Das überrascht mich, denn ich habe die Woche schon mal was bestellt. Und da war ich auch beim Miam und da war ich so, oh, so klein ist das. Und dafür habe ich so viel Geld ausgegeben. Also preislich ist schon Unterschied von da, wo ich normalerweise einkaufen gehe. Dann Mandelmilch, Pomegranate. Ich liebe Granatapfel. Jetzt für die Jahreszeit. Dann ein Avocado. Das wollte ich mal ausprobieren. Das sah mir ganz cool aus. Glücklichmacher Easy Smoothie. Also ich glaube, das ist schon so ein fertiger Mix. Und den muss man dann nur noch in den... ja, Smoothie machen. Probiere ich aus. Irgendwie hat mich die Verpackung angesprochen. Dachte ich mir, wenn ich schon mal bei sowas bestelle, bestelle ich auch nicht meine normalen Sachen, sondern irgendwie auch was ich sonst so nicht bestelle. Wenn es denn ergibt. Oh, okay. Ich habe was Falsches bestellt. Ich wollte nämlich heute Spaghetti Bolognese machen. Fürs Wochenende zum Essen. Und shit. Das sind ja so Burger Patties oder was ist das? Verschiertes, so heißt das. Gut, keine Ahnung. Deswegen kaufe ich auch kein Fleisch. Also generell, ich bin nicht vegan oder vegetarisch, bin ich nicht. Aber ich esse wenig Fleisch, weil, ich weiß nicht, es hat angefangen in meiner zweiten Gastfamilie in Amerika, in L.A. Die haben auch irgendwie nicht so viel Fleisch gegessen. Und hier ist es mir einfach zu teuer und auch immer zu viel. Da muss ich da immer so voll viel von essen. Deswegen kaufe ich auch einfach kein Fleisch. Und wenn es nicht sein muss, esse ich es halt auch einfach nicht. Also ich gehe schon ab und zu gerne mal einen Burger essen und dann esse ich auch Fleisch. Und zu Hause, wenn meine Mutter kocht, macht die eigentlich auch meistens was mit Fleisch. Aber so an sich würde ich nicht sagen, dass ich viel Fleisch esse. Jetzt bestelle ich einmal Fleisch, jetzt ist schon wieder was Falsches. Ich wollte so ein gehacktes haben für meine Bolognese. Aber gut, keine Ahnung, wie ich das jetzt machen soll. Aber ja, ich dachte, ich zeige euch mal einen Teil von meinem Einkauf. Ein paar Sachen habe ich auch noch. Und ich gehe jetzt gleich auch noch mal kurz ein, zwei andere Sachen einkaufen, die ich... lieber hole, da wo ich normalerweise einkaufen gehe. Ich bin schon wieder aus dem Haus und bin jetzt auf dem Weg zur Post, denn mein Klimabonus ist einfach gekommen. Oh mein Gott, ich freue mich richtig. Ich hätte nicht gedacht, dass er noch kommt, weil meine Mitbewohner hat ihn schon bekommen und irgendwie dachte ich, vielleicht kriege ich ihn doch nicht. Aber also man muss auf jeden Fall seinen Hauptwohnsitz hier haben, weil ich habe ein paar Freunde, die halt noch in Deutschland gemeldet sind und die kriegen ihn halt nicht. Und das sind in Österreich einfach 500 Euro. Das ist so heftig, die zahlen mir jetzt einfach 500 Euro. Cash aus. Why not? Ja, also ich habe den Zettel die Woche in der Post gehabt und ja, ich freue mich. Ich meine, wer hätte nicht gern jetzt einfach 500 Euro? Okay, ich filme diese Sequenz jetzt zum dritten Mal wirklich. Oh mein Gott, ich krieg zu viel.
Aber die letzten beiden Male, als ich das schneiden wollte, war das irgendwie unscharf, weil ich Probleme gerade mit meinem Autofokus habe bei einer Kamera. Das hat mich so gestört, weil ich so unscharf war die ganze Zeit. Ich dachte mir so, ich kann das so nicht hochladen, wenn ich 10 Minuten rede. Deswegen versuchen wir es jetzt zum dritten Mal. Das ist auch der Grund, warum dieses Video so spät kommt. Weil ich einfach keine Zeit finde, das jetzt aufzunehmen. Ich mache ja normalerweise immer beim ersten Video von meinem neuen Semester einmal, dass ich euch erzähle, welche Fächer oder Kurse ich jetzt gewählt habe für das kommende Semester. Und ich dachte, ich lese euch die mal vor. Also ich habe einmal einen Theorienblock, wo es 3 Vorlesungen gab, die letztes Sommersemester waren. Und jetzt 3 im Wintersemester. Und die 3 im Wintersemester sind einmal Kommunikationspolitik. Nein, Medien- und Kommunikationspolitik doch. Einmal Wirk- und Rezeptionsforschung. Und einmal Theorien vom Kommunikationsrecht. Und das soll irgendwie die schlimmste Klausur im Studium sein oder die schwerste. Ich bin so gespannt, wirklich. Ich habe jetzt schon Respekt vor. Ich gehe morgen zum ersten Mal zur Vorlesung und ich bin gespannt, wie es wird. Mal sehen. Und dann habe ich den Blog danach halt auch fertig. Und dann gab es letztes Jahr noch einen Blog mit qualitativen Datenerhebungsmethoden, quantitativen Datenerhebungsmethoden und Statistik. Und da habe ich jeweils immer die Vorlesung zu besucht. Und dazu konnte man auch musste man eine Übung machen. Die habe ich aber letztes Semester noch nicht gemacht und die mache ich halt jetzt alle. Und das ist halt richtig cool, weil ich habe die Vorlesung halt schon besucht. Und jetzt machen wir das Praktische, also theoretisch gesehen, das, was wir in der Vorlesung gelernt haben an Theorie, kann man jetzt halt praktisch anwenden. Und das finde ich halt cool, weil wir, wie gesagt, in Kursen sind und so Gruppenarbeiten haben. Ich will einfach diesen Blog fertig haben, weil ich schreibe die Statistikklausur nächste Woche und ja, fingers crossed, das ist der einzige Mathe-Teil in unserem Studium. Oh Mann, ich bin gespannt. Dann habe ich noch diese beiden Arbeitstechniken, die ich jetzt diese Woche hatte, also Arbeitstechnik Werbung und Arbeitstechnik PR. Da gab es auch noch Journalismus, aber man musste mindestens 2 nehmen und da mich Journalismus nicht so anspricht, dachte ich nämlich halt PR und Werbung. Macht mir echt sehr viel Spaß. Die 2 und dann habe ich mein Erweiterungskurriculum angefangen. Bei uns im Studium ist es so, dass man 60 ECTS Erweiterungskurriculum machen muss, was ich persönlich echt extrem viel finde. Das ist ja theoretisch gesehen ein ganzes Jahr nur Erweiterungskurriculum, aber gut, so ist das. Und da gab es halt auch eine riesige Auswahl. Bei manchen Sachen wusste ich nicht mal, was das ist, wirklich, da musste ich googeln. Das habe ich in meinem Leben noch nie gehört. Das war natürlich dann auch wieder voll schwierig, da was zu finden, was mir gefällt. Und da habe ich mich dann im Endeffekt für Medienästhetik entschieden. Und da habe ich 2 Vorlesungen zu. Und zwar ist das einmal die Vorlesung Medienentwicklung und Kommunikationsformen und einmal Vorlesung Erfahrungsform fotografischer Medien am Beispiel des Films und Kinos. Ja, ich bin gespannt. Ich hatte jetzt eine Vorlesung davon schon, war ganz interessant. Es geht natürlich ungefähr schon so ist schon wieder so in die Richtung meines Studiums, weil Erweiterungskurriculum ist eigentlich dafür da, dass man was studiert, was nicht mit dem Studium zu tun hat. Aber es ist nicht das Gleiche, es ist was anderes. Und ich bin einfach gespannt, wie es wird. Ich hätte ultra gerne was mit Sport gemacht, aber das bietet unsere Uni einfach nicht an. Ich finde, das wäre schade, weil das Erweiterungskurriculum wirklich, es ging von A bis Z, so unfassbar viele. Du kannst zwischen allen wählen, aber irgendwie nicht zu Sport. Also es gibt bei uns hier in Wien auch eine Sportuni und vielleicht ist es deswegen. Ich finde es irgendwie voll schade, weil da hätte ich halt auch ein bisschen Wissen schon mitgebracht, dadurch, dass ich halt in der Oberstufe im Sportleistungskurs war. Ja, also da hätte ich irgendwie voll Lust drauf gehabt, irgendwas mit Sport zu machen. Aber das gibt es leider nicht. Ja. Deswegen überlege ich nächstes Semester dann, also ich mache jetzt Medienästhetik und dann habe ich überlegt, nächstes Semester Soziologie zu machen. Psychologie überlege ich auch noch, aber bin ich mir noch nicht ganz sicher. Das klingt aber auch sehr interessant. Mal sehen. Auf jeden Fall sind das meine ECs dieses Semester. Ich glaube, ich habe 32 ECs, ECTS. Ich schaue ja mal, dass ich so um die 30 mache. Und ja, ich weiß, ich kriege immer ultra viele Fragen zu meinem Studium und ob ich nicht mal ein Video nur zu meinem Studium machen kann. Und ich versuche halt schon in meinen Videos immer recht viel euch Einblick zu geben in mein Studium, aber ich muss ehrlich sagen, ich traue mich noch nicht wirklich, nur ein Studium über Publizistik zu machen, weil, also keine Ahnung, als ich damals nach Wien gezogen bin, habe ich natürlich bei YouTube auch eingegeben, Publizistik, Studium, Uni Wien, und da war kein Video. Und jetzt mittlerweile taucht sogar ein Video von mir auf, aber ja, irgendwie ist mir das noch ein bisschen zu, ich will nicht, also wisst ihr, was ich meine? Ich habe da irgendwie noch ein bisschen Respekt vor. Zu sagen, ja, Publizistikstudium so und so ist das. Obwohl es im Endeffekt nur meine eigene Erfahrung ist und ich nur meine Erfahrungen teile und erzähle, wie es mir gefällt.
Ich kenne viele Leute, denen das Studium nicht so gefällt oder die sagen, ja, ist okay. Andere wiederum, denen es mega gefällt. Ich bin mega happy, dass ich dieses Studium mache. Ich bin sehr zufrieden mit allem, überwiegend. Und es ist natürlich ein Massenstudiengang, da muss man sich bewusst sein. Ne? Du bist im Endeffekt nur eine Matrikelnummer in diesem Studium. Aber gut, so ist das halt. Du bist nicht mehr in der Schulklasse. Das ist ja dann, glaube ich, eher, wenn man an so einer FH studiert oder halt an so einer Privatschule, wo man halt in kleineren Gruppen ist. Aber ja, die Abwechslung zwischen Vorlesungen, aber auch kleinen Gruppen gefällt mir sehr gut. Also halt den Übungen, wo man das dann praktisch anwendet. Das Studium ist theoretisch, ja, aber ja, so ist es halt. Und ja, ihr könnt mir auf jeden Fall immer voll gerne Fragen stellen auf Instagram oder auch in den Kommentaren, falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, generell zum Studium, beantworte ich die auch richtig gerne auf Instagram, auch immer zu dem Einstellungstest. Ja, ich überlege halt mit einer Freundin vielleicht mal ein Video über dieses Studium zu machen, aber ja, wie gesagt, ich bin mir nicht ganz sicher. Und ihr könnt mir sonst gerne mal in den Kommentaren schreiben, was euch so interessieren würde. Also in meinem Studium kann man auch generell viele Fragen auch immer, was man danach machen kann. Es gibt nicht so einen Job wie jetzt im Lehramtsstudium oder im Medizinstudium, wo eigentlich fast klar ist, was du wirst, sondern du lernst halt aus sehr vielen Bereichen etwas und zum Beispiel besonders halt Journalismus, Werbung und PR und Öffentlichkeitsarbeit und da kann man dann irgendwie schauen. Also ich habe Freunde von mir, die wollen auf jeden Fall in Richtung Journalismus gehen, Fernsehen, Radio, Moderation. Ich möchte eher Richtung Social Media gehen, vielleicht irgendwie Influencer Management oder so, das finde ich ganz cool. Aber so genau weiß ich selber auch noch nicht. Ich lasse es auf mich zukommen, aber man kann schon einiges machen. Ich meine Medien, so, du kannst auch mit Kommunikationswissenschaften, du kannst eigentlich in jeden Beruf gehen oder in sehr, sehr viele Bereiche zumindest. Deswegen bin ich mal gespannt, wo meine Reise endet oder wo es für mich hingeht nach dem Studium. Aber es ist auf jeden Fall kein reines Journalismusstudium. Also das sagen auch immer richtig viele so, ah ja, bist du jetzt Journalistin? So, nein, wenn du dieses Studium studierst, bist du nicht Journalistin. Also kannst du natürlich, aber es ist jetzt nicht, viele sagen immer, ja, ich suche nach einem guten Journalismusstudium. Das hilft einem auf jeden Fall und ich musste auch Pflichtveranstaltungen von Journalismus besuchen und es hat mich auch interessiert, aber für mich selber sehe ich es später nicht. Aber jeder kann so also seinen eigenen Weg ein bisschen gehen und seine Fächer so wählen, wie ihn das interessiert. Das finde ich halt ganz cool. Ich will jetzt auch gar nicht so viel quatschen. Ich werde das Video jetzt an der Stelle beenden. Falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, schreibt mir in die Kommentare oder auf Instagram. Und ich hoffe, der Vlog hat euch gefallen. Ich wünsche allen, die jetzt studieren oder angefangen haben zu studieren, einen guten Start und den restlichen ein gutes Semester oder was auch immer. Und ich würde sagen,